So eine Scheiße aber auch. Na egal, jetzt bin ich wenigstens wieder drin. Genau. Bitte, lass mich einfach. Ich hab jemanden umgebracht. Hilfe, Hilfe. Ich muss hier verschwinden. Schnell. Hauptsache sind null im Banktresor eingezahlt. Ich möchte sprechen. Ich muss nicht mehr. Ich habe es an Hilfe! Ich muss mich helfen! Tut mir nicht! Bitte, lass mich an! Ich habe nichts damit zu tun! Eine Kugel? Ich brauche mehr Kugeln. Zwei Kugeln. Zwei Kugeln ist schon mehr als eine Kugel. Macht schon mal vier Kugeln. Aber ich brauche irgendwie meine 15 wieder zusammen. Lass mich doch! Ich tue doch keinem etwas! Oh, seht, es war der Doc aus One Piece. Sah genauso aus als seinem komischen Pferd. Wie hieß denn der Doc nochmal? Keine Ahnung. Neue Opfer incoming. Das war Vernunft. Naja, nicht wirklich, aber Gerechtigkeit auf jeden Fall. So. Die neue Wirkstätte ist gegenüber des Tiber am Campo Martio. Was, in Brunnen abzutauchen? Lass mich doch, wenn ich baden will. Ist gerade warm draußen. Treibt einen dazu, sich so aufzuführen. Eine fehlgeschlagene Mission. Physikalisch überhaupt nicht richtig, das Ganze so zu machen, aber egal. Ich kann's. So, Assassinen. Sieht so aus, als würdest du mal wieder eine Waffen-Update kriegen. So, ihr seid alle auf 8. Alle auf 8. Ist ja... Alle Achtung. Ha, ha, ha. Florenz 5. Kriegen wir das mittlerweile mal hin, dass ich euch da hinschicke und ihr räumt diesen Kram auf. Danke. Vernichtet Florenz. Venedig 4. 4 dürften wir auch mit dem, was wir haben, also noch übrig haben, hinkriegen. Ist ja lame. Barcelona. Ja, das kriegen wir hin. Sende ich dich. Und sende ich dich. Und Roma 2. 2 dürftest du auch alleine hinkriegen. Sehr schön. Alle wieder unterwegs zum Aufpowern. Ich stehe hinter einem Stornstein. Du siehst mich nicht. Weißt du, du hättest mich eben auch nicht sehen sollen. Ich schon mal festgestellt, dass es irgendwie absurd war, ne? Dass ich am Anfang von Assassin's Creed 2 eigentlich relativ ruhig war und dann immer aggressiver wurde, während Ezio anfangs relativ aggressiv war und dann immer ruhiger wurde. Ach so, ich brauche Geld. 3000. Na, okay. Weil du es nicht bist. Ich kann nicht glauben, dass ihr das für mich tut. Ich auch nicht. Es gibt eine Bedingung. Ich wusste es. Behaltet die Politik der Stadt im Auge. Ich möchte, dass ihr Maria in der Rosa in Fiore von allen erzählt, die den Borgia helfen. Und dann lasst ihr sie verschwinden? Dieses Pezzo di Merda mag mich hassen, aber er ist Familie. Va bene, wir gehen. Ich folge euch zum Bankier. Super.
folgen wir ihm zum Bankier. Während der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden und nicht den Boden berühren. Was? Okay, nicht den Boden berühren, wenn er meint. Auch wenn es drastisch erscheint. Der Senat ordnet an, dass alle Schweine so schnell wie möglich zu schlachten und zu verspeisen sind. Was denn? Ich habe ihm gerade was gegeben, da kann ich mir auch was zurücknehmen. Dass nur 20 drin sind, ist ein bisschen ersetzend, aber der Dieb davon interessiert mich gerade. Der hat bestimmt Geld. Okay, geschafft. Gib mal her, was hast du denn so bei dir? 500 und ein bisschen Weihrauch, ernsthaft? Wenn ich mich nicht entdecken lassen soll, wird es wieder Zeit, die Armbrust zu benutzen. Ah, hier ist der Startpunkt und los geht's! Egidio, seid ihr nun doch bereit, wie ein Ehrenmann zu sterben? Ich habe das Geld. Oh, das ist was anderes. Der Bankier wird erfreut sein. Seid ihr allein? Habt ihr sonst jemanden gesehen? Kommt mit, Klugscheißer. Habt ihr irgendwas von meinem Bruder Francesco gehört? Cesare kümmert sich um ihn. Ich hoffe, er ist wohlauf. Und? Was werdet ihr mit meinem Geld machen? Der Bankier behandelt seine Freunde gut. Wie großzügig er ist. Was sagtet ihr? Nichts. Was denn, ich will meinen Bolzen zurückhaben. So, wir wissen alle, der Boden ist Lava, ne? Noch läuft's ganz gut. Guardia Cavallo di Roma! Fatte largo! Ich muss da irgendwie den Typen kriegen, bevor er zu einem Problem wird. Finde ich auch. Ich weiß, es war knapp, aber was willst du denn machen? Soll ich auf ihn zurennen? Das ist noch unsicherer. Viele Wachen da unten. Ein ganzer Arm voll. Korpulente oder gehbehinderte Bettler werden gebeten, nicht direkt vor den Türen der Gotteshäuser von Rom zu betteln. Ein neues Gesetz schreibt einen Mindestabstand von 3 Schritten vor. Die Messe für die Opfer des Kirchenbrandes von San Cirillo findet morgen statt. Bischof Cibo von Foligno gab bekannt, dass in seinem Bischofssitz ein Wunder gefeiert und untersucht wird. Während des Abendmahls, die anwesenden Gläubigen können das bezeugen, weinte die marmorne heilige Jungfrau Blut auf das Brot. So. Mal mittendrin wieder was sagen, sonst kommt mir hier wieder Ubisoft und sagt, oh mein Gott. Du böser Mann. Alter. Kannst du nur ein Video mit Spielmusik machen, während du das Spiel spielst? Manchmal verstehe ich den Content-Tracking-Kram nicht, den die abhalten. Da sind schon viele Leute auf meiner Höhe gerade. Okay. Okay, der da hinten sieht mich nicht, den lasse ich mal in Ruhe. Aber der da vorne, der könnte zu einem Problem werden. Könnte. Jetzt bloß nicht cocky werden. Jetzt mache ich wieder irgendeinen dummen Fehler wie eben.
Aber ich finde die jetzt nicht an, nach mir zu suchen. Das wäre dezent doof. No, you're not going into that. Shit. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass hier sowieso gerade... Ja, ja, ich weiß. Egidio hat bezahlt. Gut, gut. Der Bankier plant einen besonderen Abend. Ich werde ihm das Geld überbringen. Gebt es her. Festhalten, bis ich zurückkomme. Nur nicht das Geld aus den Augen verlieren. Guck mal, Rebecca, der Animus ist immer noch defekt. Warum kann ich nicht gehen? Ich habe bezahlt. Er zählt das Geld noch. Bis es gezählt ist, bleibt ihr hier. Shit, ey. Wie willst du so arbeiten? Warum dauert das so lange? Weil ich das Pantheon übers Dach infiltrieren soll. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile wieder den Boden berühren darf oder nicht. Ich bin aber dabei. Also dran. Das war so laut, dass sämtliche Vögel davon geflogen sind. Zum Rang Maestro befördert. Na, schau in der Guck. Das Geld von allen Kunden des Bankiers stehlen. Hat er das nicht schon getan? Er hat es wohl nicht aufgeschrieben. Für das Zahlen entblößter Haut zugestimmt. Die wichtigste Änderung betrifft die minimale Ärmellänge von Frauenkleidern in der Öffentlichkeit. Geht alles viel einfacher, wenn man diesen coolen Sprung wieder hat. Eine Erinnerung an alle Damen des ältesten Gewerbes. Vor Ausübung ihrer Tätigkeit muss eine Genehmigung vom Stadtrat eingeholt werden. Bei jedem Verstoß droht eine öffentliche Aufzeichnung. Okay, wenn die Damen des ältesten Gewerbes ihre Genehmigung abholen, müssen sie dann erstmal Probe-Dings machen oder geht das einfach so? Würde mich mal interessieren. Ohne bemerkt zu werden. Ihr seid lustig. Alright. I've done that before. I will kill them. Somehow. Aha. Zur Seite und runter. Zum Glück sind die alle langsam, was das Zählen angeht. Und jetzt den Senator Cut machen. Bitte sag mir, dass ich von hier aus den Typen schon treffe. Nö, warum auch? Okay, warte. Hab ihn. Noch nicht ganz, aber gleich. Warte. Yeah! Alles in Ordnung da drin? Wir müssen gehen, Luigi. Wir sind spät dran. Ja, ja. Sag Mario, ich komme gleich. Ist die Zählung beendet? Va bene. Tötet ihn! Nein. Glück gehabt. Luigi sagt, er bleibt am Leben. Geht voraus, Capo. Weil du Idiot, du weißt, dass das jetzt ganz schön miese Publicity für uns war, ja? Hängt ihn. Ziel in weniger als 3 Minuten erreichen. Okay, als Träger der Truhe verkleidet die Wachen zum Bankier führen, ohne entdeckt zu werden. Die Reaktion der Wachen könnte helfen, den richtigen Weg zu finden. Wir müssen jetzt also wohin gehen, wo wir hoffentlich... Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Okay, scheint alles richtig zu sein, noch? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Aus dem Weg, Idiotas!
Wir sind auf Kurs. Natürlich sind wir auf Kurs. Signore, geht es euch gut? Unvergleichlichen Geschäftssinn zu feiern. Insbesondere die enormen Gewinne aus dem Darlehen. Was heißt denn falsche Richtung, ihr Penner? Wo gehen wir hin? Da geht ihr halt hier lang. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ich wollte außen rumgehen. Jetzt machen wir Zeit gut. Aus dem Weg, Volk. Ich hoffe, die... Signore, geht es euch gut? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Bald sind wir hier fertig. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Folgt mir. Ihr habt ihr eine Magie. Ich hoffe, ihr lasst uns mit rein. Aus dem Weg, ihr Pferdevolle, ihr... Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ja, ja, nicht, dass ich den Weg noch kennen will. Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Aber so ein bisschen. Nee, eigentlich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehe. Ich versuche nur in etwa da einzukommen. Wo gehen wir hin? Wo ich glaube, dass wir hin müssen. Ein Spaziergang durch die Stadt ist nett. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Gut. Die Stadt ist verwirrend. Signore, geht es euch gut? Tötet alle, die hier sind. Mit Verlaub, Signore. Was denn? Wo gehen wir hin? Ey, entweder... hier lang und ja, oder da lang und nein? Ein Spaziergang durch die Stadt ist nett. Eigentlich müssen wir in die andere Richtung. Och, da wollte ich doch hingehen, ihr Idioten! Als ich da war, habt ihr gesagt, ihr wollt da nicht lang. Falsche Richtung? Wohin denn jetzt? Wir sind auf Kurs. Ach, jetzt auf einmal sind wir hier auf Kurs. Hängt sie alle, ich will neues Gefolge. Jetzt machen wir Zeit gut. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Vor allem läuft gerade meine Zeit. Wir sind auf Kurs. Ach, fick dich doch. Da vorne. Ich hoffe, die lassen uns mit. Kann ich das irgendwie neu starten? Ey, wirklich mal wieder eine Sache um 20 Sekunden. Das ist alles nur, weil wir da in dieser einen... Oh. Alle hängen. Einfach alle hängen. Lade, lade, lade. Lade, lade, lade. Lade, lade, lalala. Lade, lade, tralala. Lade, 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 lade. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ich hoffe, ihr haltet diesmal Schritt, ihr Idioten. Bald sind wir hier fertig. Jetzt machen wir Zeit gut. Wir machen keine Zeit gut. Ich hoffe für euch, dass ihr mithaltet. Die lassen uns mit rein. Glaubst du es denn, ey? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Wir sind fast da. Ich weiß. Wo seid ihr? Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Ich ginge woanders lang, aber... Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Haben die sich nicht gerade wieder gewohnt? Jetzt machen wir Zeit gut. Mein Herr! Mein Herr! Stopp! Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Könntet ihr mal bitte den Pöbel töten, der mich hier gerade anpöbelt? Denn er pöbelt. Bald sind wir hier fertig. Der Pöbel. Aus dem Weg, holde Maid. Sonst stehle ich euch euren Apfel. Dann ist das Geheule groß. Gleich sind... Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ja doch, wir sind richtig. Was, du Arschloch! Hey, wo
Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten... Jetzt! Wo gehen wir hin? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Lüstern ist ein Mistvolk. Jetzt machen wir Zeit gut. Ich mach euch gleich gut. Bald mischen wir uns unter die Feiernden. So, am Ziel. Soweit ich mich erinnere. Bald sind wir hier fertig. Bin fast da. Gebt mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Nein. Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca puttana. Cesare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Oh nein.